Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, endlich, wir wollen wieder mal einen Feldforschungsdurchbruch abholen, schauen, was uns da erwartet, vielleicht diesmal ein Shiny oder irgendwas, aber das ist nicht das Besondere, sondern die ganze Zeit habe ich die neuen Gen 4 Entwicklungen durchgezogen, bei denen man den Sinnoh-Stein benötigt und ich habe die ganze Zeit gesagt, eins fehlt mir noch. Ein Sneeble habe ich noch nicht zu Sneebuna entwickelt, weil ich noch keinen 100er hatte. Ich habe da getauscht, ich habe gefangen, ich habe sogar geraidet, als sie in den Raids waren. Ich habe nie einen 100er bekommen. Jetzt habe ich eins, habe ich für euch vorbereitet, wieder hochgezogen. Zwei Pushs fehlen natürlich noch. So, aber erstmal wollen wir natürlich, was geht hier? Ah, da ist noch ein Raid dazugekommen, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal den... Ich bin total verwirrt. Genau, den Feldforschungsdurchbruch abholen. Dazu müssen wir hier auch erstmal die normale Belohnung abholen und schauen mal, was wir da bekommen. Oh, ein Nebulak. Das hätte auch shiny sein können. Das wäre natürlich noch richtig genial gewesen und ein weiteres Highlight in der Folge. Aber man kann ja nicht alles haben. Muss ich es mir halt wieder ertauschen. Ich kenne da auch schon jemanden, der eins hat und mir das gerne abgeben möchte. So, das tüten wir erstmal ein. Dann machen wir den Feldforschungsdurchbruch. Schauen, was da heute wieder rauskommt. Und ob wir einen weiteren Sinnoh-Stein bekommen. Nee, sieht nicht so aus. Aber Sonderbonbons, drei Stück gleich. Und vielleicht kriegen wir ja hier ein Shiny. Nö, kriegen wir auch nicht. Nur ein Arktos. Und ja... Nehmen wir einfach mal die gelbe Beere, nehmen wir einen blauen Ball für das blaue Vieh. Ich sehe schon, der Bildschirm, also das Spiel, das hängt schon wieder. Jedes Mal, wenn ich die Aufnahme starte und irgendwas aufnehmen will, dann hängt das immer so dermaßen. Oh mein Gott, was war das denn? Kramses, jetzt konzentrier dich doch mal. Jetzt werf doch nicht drüber. Vielleicht einfach weniger Schwung, dann fliegt er auch nicht über den Vogel, sondern... In den Vogel, ja, ist klar, jetzt ist er wieder oben. Hier stehen übrigens noch Osterhasen, also wer noch was zu naschen braucht, ein bisschen Schokolade, kann da gerne vorbeikommen. Ich esse nämlich ungern eigentlich Schokolade oder Süßes, ich bin eher so der deftige Typ. Und mit Süßkram kann man mir jetzt eigentlich nicht so, kann man mich nicht hinterm Ofen vorlocken. So, das haben wir auch eingedütet. Ein Arktos. Und jetzt wird's spannend, denn wir gehen mal rein und suchen das Sneeble. Da haben wir es hier vorbereitet. Ihr seht, das sind noch etliche dabei. 91, 96, 91, 89. Immer geguckt, auch mit 15 Angriff und so. Getauschte auch dabei. Und hier oben haben wir natürlich auf Level 39, ja, 39 müsste das jetzt sein, genau. Wir bewerten es nochmal kurz durch. Kannst mit allen aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung, beste, die ich je gesehen habe. Wir machen jetzt mal einen Push vorher. Genau, dann wollen wir es einmal entwickeln. Mit dem Sinnoh-Stein. Da ist auch gleich schon die nächste Aufgabe gelöst. Habe ich gleich schon für morgen den Stempel zum Abholen. Wunderbar. Ne? Los. Und ein Sneebuna ist geboren. Jetzt müsste ich also eigentlich alle Gen 4 Entwicklungen der ersten Welle haben, die es gab. Mittlerweile könnt ihr auch Schlurp entwickeln oder Tangela. Und das nächste Power-Up machen wir noch, damit es wirklich über die 3000 kommt. Denn das ist wichtig. Na, es hängt 3005, genau, denn nur auf Level 40 kann das eben so viel erreichen. 3005, ein 100%iges Sneebuna auf Level 40 gemaxt mit Eissplitter und Lawine. Das ist genial, das hat mir die ganze Zeit gefehlt, wie gesagt. Jetzt haben wir das auch noch, auch vollständig. Habt ihr auch schon ein Sneebuna entwickelt? Habt ihr ein gutes? Habt ihr vielleicht auch ein 100er? Habt ihr es hochgezogen? Wie findet ihr Sneebuna allgemein? Soll ja ein richtig guter Unlichtangreifer sein, sogar besser als Despotar, auch wenn es nicht so viel aushält. Soll das mehr Schaden machen?
Aber wir sind gespannt. Ich werde es im Kampf auch mal ein bisschen testen oder bei Raids mal einsetzen. Und ja, dann würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.